Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um das Thema, das ihr euch gewünscht habt und das scheinbar, ohne dass ich es mitbekommen habe, zurzeit ein Trendthema auf Fitness-YouTube ist. Das sagenumwogende HIIT-Training. HIIT. Wir nennen es HIIT-Training, aber eigentlich heißt es HIIT-Training, denn es ist die Kurzform für High-Intensity-Training, was nichts anderes heißt als hochintensives Training. Und damit sind wir eigentlich auch schon so ziemlich bei einer sehr einfachen, aber tatsächlich treffenden Definition. Denn hier handelt es sich nicht etwa um ein ausgeklügeltes System von Wiederholungen, vorgegebenen Satzzahlen, einer Art des Trainings, Pausenzeiten und sonst irgendwas, wie wir es anderseitig gewohnt sind, wie zum Beispiel beim Myokalypse-Training oder wie beim Heavy-Duty-Training, das ich euch letzte Mal vorgestellt habe. Die haben alle etwas sehr Spezifisches, genauso macht man es, German Volume, genau mit den Wiederholungsbereichen, Pit-Force-Training und so weiter. Nein, hier handelt es sich um ein Leitmotiv, um einen Grundsatz. An dieser Stelle schaut euch gerne mal das ganz beliebte Video der Grundsätze an, denn da kommt es schon drin vor. Da stelle ich zwei Trainingssysteme gegeneinander und ja, Heavy-Duty-Training ist mehr oder weniger der Begründer des HIIT-Trainings. Das hat bereits schon dieses Grundprinzip, das mit dem Heavy-Duty-Training auf die Spitze getrieben und erforscht wurde und vor allem Dorian Yates, der Mr. Olympia, einer der besten und größten Mr. Olympia aller Zeiten und heutzutage noch ein toller Ambassador für den Sport, hat das HIIT-Training vor allem nach oben gebracht. Der hat nicht ganz nach Heavy-Duty trainiert, also in nur wenigen Minuten den Muskel, aber hat schon die Grundprinzipien damit zusammengefasst vom High-Intensity-Training. Und jetzt kommen wir damit auch schon etwas tiefer zur Definition. Was sind denn diese Grundprinzipien des High-Intensity-Trainings? Im Prinzip ist es ganz einfach zusammengefasst. Wir versuchen mit dem High-Intensity-Training, mit dem HIIT-Training, möglichst in einem kurzen Training, ich sage extra kurzen Training, nicht kurze Zeit, in einem Training ohne viel Volumen, möglichst viel Intensität und Gewicht damit auch reinzubringen. Ja, die Intensität heißt nicht etwa, dass man wie beim Marathonlauf, auch das kann intensiv sein. Bei 100 Wiederholungen können sehr intensiv sein. Nein, hier wird von der bestmöglichen Überschneidung von möglichst viel Gewicht bewegen in möglichst kurzer Zeit oder mit kurzem Umfang. Kurze Zeit ist ein wenig trügerisch. Viele geben das als Definition an, aber es ist nicht immer die kurze Zeit, denn die Trainingszeit insgesamt muss nicht unbedingt viel kürzer dadurch sein. Ja, beim HIIT-Training bist du keine 2-3 Stunden im Studio. Solltest du aber auch bei den meisten anderen Trainingsarten nicht sein. Aber die Pausenzeiten durch die hohen Gewichte, die können sich schon in die Länge ziehen. Das heißt, ein HIIT-Training versucht nicht in Rekordzeit etwas zu machen. Man lässt nur teilweise 20 Sekunden irgendwo dazwischen. Ich habe euch schon mal Sätze vorgestellt, wo ich so etwas mache, wo ich versuche 50 Wiederholungen oder 100 Wiederholungen in kurzer Zeit zu machen. Schaut da mal ins Video. Aber das ist es nicht. Das ist hochintensiv, aber das sind nicht die Grundprinzipien des HIIT-Training. Hier geht es auch darum, Gewicht zu bewältigen. Und damit kommen wir jetzt schon zu den Grundpfeilern. Das heißt, wenn wir diese Grundphilosophie im Hinterkopf behalten, wir versuchen, effizienter zu sein. Wir versuchen nicht lange mit viel Volumen unseren Muskel zu erschöpfen, sondern wir versuchen, es kurz und knackig zu halten und dafür sehr intensiv. Das ist eigentlich das sehr allgemein saloppe Grundprinzip davon. Und jetzt werde ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, denn ihr alle wollt jetzt wissen, ja, wie trainiere ich denn jetzt HIIT? Heißt das einfach nur, ich muss ein bisschen mehr machen? Jetzt werde ich euch mal sagen, worum es so grob geht und welche Prinzipien da drin sind. Nicht unbedingt notwendige Prinzipien und nicht ausschließliche Prinzipien, aber das werde ich dann näher erläutern. Eine der sicherlich wichtigsten Dinge beim HIIT-Training ist es, dass wir, komisch, dass ich es heutzutage noch erwähnen muss, weil eigentlich ist das, das habe ich schon mal erklärt, für mich ein Prinzip vom Bodybuilding, aber gut, dass man bis zum Muskelversagen trainiert. Da gibt es keine vielen Spielereien. In einem richtigen HIIT-Workout-Plan macht man nicht irgendwelche Wiederholungen, wo man dann nur bis zu einer gewissen Zahl kommt und dann lässt man ein paar beiseite. Man käme bis 12, macht aber nur 10. Sowas gibt es nicht. Im HIIT wollen wir ja versuchen, sehr effizient zu sein. Das bedeutet, in jedem einzelnen Satz geht es bis zum Muskelversagen. Dadurch brauchen wir auch nicht für eine Übung vielleicht 6, 7, 8 Sätze,
sondern eigentlich nur drei knackige Sätze, wenn die immer bis zum Schluss gehen, dann ist die Übung dann sind wir erledigt. Und deswegen können wir auch vom Trainingsvolumen einiges zurücknehmen, weil wir es zusammenfassen. Es wird nur der Muskel zerstört. Und das ist so eines der größten Prinzipien, wie wir das erreichen können. Ja, manche machen da auch eine Mixtur draus. Wie gesagt, es gibt nicht das eine HIIT-Trainingssystem. Manche tasten sich sogar daran. Aber ich habe es schon mal in einem anderen Video erwähnt, für mich nimmt Bodybuilding, das richtige Bodybuilding, viel von dem HIIT ein. Da sieht man, ich bin ein Jünger des HIIT, aber das ist nicht nur etwa eine Glaubensrichtung, sondern tatsächlich auch eine sehr erwiesene Richtung. Fast jeder Bodybuilder da draußen, der erfolgreich ist, nimmt bestimmte Prinzipien davon sowieso mit ins Training rein. Wie zum Beispiel bis zum Muskelversagen zu trainieren. Das ist eine der Grundsachen, die wir hier machen. Wir lassen keine Reps in the Tank beim HIIT-Training. Eine weitere wichtige Sache ist, dass wir die Time Under Tension, die TUT, das heißt die Zeit, die wir für eine Wiederholung brauchen, bestehend aus der positiven, ich mache es jetzt mal beim Bankdrücken vor, ist immer für mich das leichteste Beispiel, hochdrücken und runterlassen, dass wir die Zeit dieser einen Wiederholung möglichst stretchen. Das ist eine Möglichkeit, auch das ist nicht Zwang. Es gibt Leute, die sicherlich HIIT hochintensiv trainiert haben. Ich nenne immer wieder gern die klassischen Beispiele Johnny Jackson und Branch Warren. Die haben gerissen das Gewicht, aber die haben mit wahnsinnig hohen Gewichten rumhantiert und es war hochintensiv. Aber die haben die Time Under Tension so gut wie gar nicht gehabt. Nun ja, gibt es auch, aber das sind Varianten. Die meisten trainieren es, und so kann man es auch am besten machen, ähnlich wie ich es tue, mit sehr kontrollierten Wiederholungen. Was man hier noch sehr gut machen kann, ist von der Time Under Tension, da zählt ja die positive und die negative, dass wir die jetzt über mehrere Sekunden stretchen. Vergesst diesen ganzen Blödsinn mit genauen Zahlen. 4, 2, 4 oder 0, 2, 5, weiß ich nicht was. Das sind alles einfach nur irgendwelche Angaben, wo jemand wieder versucht, ein System draus zu machen oder so etwas. Nein, es geht um Kontrolle. Und die Kontrolle ist vor allem am Anfangspunkt und am Endpunkt. Dass man da nicht zum Beispiel mit Schwung rausdrückt am Anfang, sondern man kommt runter und wie ein mechanischer Hebel geht es wieder hoch. Man benutzt nur den Muskel im besten Fall, der dafür zuständig ist und versucht nicht, den Schwung noch irgendwo anders rauszuholen. Und genauso in der Peak Contraction, quasi ganz am Ende, in der Spitzenkontraktion. Auch da machen wir das mit Kontrolle und lassen langsam wieder runter, lassen es nicht fallen oder wippen in dem obersten Wiederholungsbereich, wie gerne mal beim Rücken, dass wir hier hinten eigentlich nur reinwippen, aber es gar nicht halten können und dann schon wieder zurückkommen schnell. All das gibt es da nicht. Kontrolle über den ganzen Weg. Zu dem ganzen Weg kommen wir noch, das ist die Range of Motion. Jetzt sind wir bei der Time Under Tension. Und was hier ein sehr gutes Mittel ist, um diese zu stretchen, zum Beispiel die positive gar nicht ganz lange zu machen. Das machen manche da draußen auch gerne. Die machen die auf einmal 4-5 Sekunden und das ist hochintensiv. Das ist echt krass. Das bewirkt aber oft, dass wir weniger Gewicht benutzen können. Und jetzt muss man wieder abwägen. Denn das Gewicht sorgt auch dafür, dass wir eventuell mehr Muskeln aufbauen. Warum? Weil wir mehr Muskelfasern gleichzeitig rekrutieren müssen. Und wenn wir, sagen wir mal, eine ganz extreme positive Wiederholung haben von 20 Sekunden, dann können wir nur noch einen Bruchteil des Gewichts bewegen, das wir sonst explosionsartig nach oben führen könnten. Und dann wird man den Muskel auch nicht so gut aufbauen können. Ihr seht, man muss viele Dinge abwägen. Also wer meint, es wäre einfach nur so viel intensiver, wenn er statt 120 Kilo Bankdrücken nur 70 macht, aber dafür 6 Sekunden lang in die positive geht, das wird nicht ganz so viel bringen, wie man denkt. Für den einen oder anderen doch, und ihr solltet es mal irgendwann ausprobieren, aber auch hier, die meisten pendeln sich ein, die positive eher explosionsartig zu machen. Warum? Weil man in kürzester Zeit so viel Muskelfasern rekrutieren muss wie möglich. Explosionsartig muss er alles abrufen. Nicht mit Schwung, explosionsartig, das ist ein Unterschied. Jetzt kommt's aber. Dafür die negative, sehr kontrolliert, aus der Spitzenkontraktion langsam wieder runterlassen. Die negative ist der Schlüssel. Denn hier geht es nicht um die Rekrutierung von Muskelfasern oder dergleichen. Hier kann man die Kontrolle ausüben. Und genau da sollte sie ansetzen. Die sollte immer langsam sein. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Ganz wichtig, eines der Grundpfeilerprinzipien von HIIT damit. Und damit kommen wir auch schon zur
Range of Motion. Die Range of Motion, also der Bewegungsumfang, die gesamte Bewegungsamplitude, die man in einer Übung ausführen kann, diese kann man von 100%, also die maximale Bewegungsamplitude, natürlich auch sehr stark verkürzen. Hier, jetzt sind wir bei einem negativen Punkt, ist es aber nicht eine Sache von HIIT-Training, dass wir möglichst eine große Range of Motion haben. Auch hier wieder, ganz im Gegenteil, wenn wir über die gesamte Bewegungsamplitude nur 70% eines Gewichts bewegen können, während wir nur einen Teil davon, er sollte auch nicht zu klein sein, der Teil, mehr Gewicht bewegen können, und das seht ihr bei ganz vielen Bodybuildern, dann machen sie die Range of Motion vielleicht nur 60%, aber dafür wesentlich mehr Gewicht. Und wir kommen dem Ganzen wieder entgegen. Da gibt es kein Falsch. Manche haben besseres Gefühl vielleicht mit einer hohen Range of Motion, aber das heißt nicht, dass der Muskel besser wächst und dass man da auch mehr dieser HIIT-Prinzipien mit einbringen kann. Das ist nicht zwangsläufig der Fall. Und deswegen, HIIT ist nicht eine, für HIIT ist es keine große Voraussetzung, dass man eine komplette Range of Motion haben muss. Ganz im Gegenteil, ihr kennt die Leute, die wahnsinnig viel Gewicht bewegen mit dem Rücken beim T-Bar-Rudern oder so, aber eigentlich nur eine sehr kleine Range of Motion haben. Und damit kommen wir auch schon zu tendenziellen Richtlinien, die man nutzen könnte für das HIIT-Training. Tendenziell bedeutet, hier ist es noch weniger zwingend und es sagt nicht unbedingt, dass es HIIT sein muss, aber es führt meistens dazu, dass das so gemacht wird. Eine Sache davon ist es, dass man mehr Gewicht benutzt. Das heißt, ihr werdet viel mehr über das Gewicht gehen. Und das bedeutet wiederum, die Wiederholungszahl wird niedriger sein. Ihr werdet beim HIIT-Training eigentlich nie über 12 Wiederholungen hinausgehen. Sehr selten. Meistens haltet ihr euch zwischen 5 und 10 Wiederholungen auf. Und das bedeutet natürlich entsprechend mit sehr hohem Gewicht. Wenn ihr nur noch 5, 6 Wiederholungen macht, ist das Gewicht recht groß. Kleiner Tipp dazu, wenn ihr die umgekehrte Pyramide trainiert, werdet ihr mit den gleichen Satzanzahl trotzdem mehr Gewicht schaffen und bewältigen können. Ganz einfach, weil ihr erst einmal von dem hohen Gewicht dann anschließend runtergeht und der Muskel nicht im erschöpften Zustand das höchste Gewicht angehen soll. Da schafft ihr tendenziell nochmal mehr Gewicht bei gleichbleibenden Sätzen. Ebenso wird das Trainingsvolumen zwangsläufig etwas niedriger sein. Und zwar warum? Weil das zentrale Nervensystem einfach nicht mehr so lang mitmacht. Wenn ihr mehr als 10, 12 Sätze trainiert mit einem echten HIIT-Plan, wo ihr mit jedem Satz zur vollen Zerstörung geht, hohes Gewicht benutzt, dann schafft ihr einfach nicht viel mehr. Schaffen? Ja, ihr könnt vielleicht den ganzen Tag noch durcharbeiten, aber es ist nicht mehr notwendig und ihr seid wahrscheinlich mehr noch zitternd. Und es bringt einfach nicht viel mehr für Muskelwachstum. Das meiste ist erledigt zwischen 8 und 12 Sätzen, würde ich behaupten. Ja, auch für riesige Kerle wie Dorian Yates. Also, mehr Gewichte, weniger Volumen. Und was ihr ebenfalls sehr gut machen könnt, ist Intensitätstechniken reinbringen und nutzen. Intensitätstechniken bedeutet nicht immer, davon gibt es zwar auch welche, das bedeutet nicht immer, dass die Wiederholungszahlen steigern oder das Muskelbrenngefühl einfach nur. Das muss gar nicht sein, aber es gibt sehr viele Intensitätstechniken, die perfekt in einen HIIT-Plan passen. Hier findet ihr ein Video mit einer ganzen Menge Intensitätstechniken. Die meisten davon passen gut rein. So zum Beispiel die Intensitätstechnik Nummer 1, die Intensivwiederholung, dass ein Partner hilft. Ein Partner ist für ein HIIT-Training perfekt. Das ist wirklich eine richtig gute Sache, wenn ihr da einen Partner habt. Habt ihr den nicht, macht ihr das gleiche einfach mit Dropsätzen. Heißt, ihr bewegt ein Gewicht, ein bestimmtes Gewicht vielleicht für 6, 7 Wiederholungen, geht danach 30-40% runter und macht nochmal 6-7 Wiederholungen. Ist ein ähnliches Prinzip wie mit der Intensivwiederholung, wo der Partner eigentlich ein Stück Gewicht abnimmt. Nur eben nicht ganz so extrem. Aber ja, so könnt ihr es auch machen, mit Dropsätzen. Außerdem könnt ihr auch mit Supersätzen arbeiten zwischen zwei Übungen. Hier ist aber dann eben schon Vorsicht geboten, weil ihr natürlich dadurch den Muskel wirklich platt macht, ohne gleichzeitig viel Gewicht nur noch bewegen zu können im zweiten Satz. Aber gut, das sind alles Prinzipien, die ihr natürlich einhalten könnt. Genauso wie Negativwiederholung. Der Partner hilft nochmal oder ihr selbst euch und danach müsst ihr das nochmal ganz langsam runterlassen, das Gewicht. Auch das ist eine Intensitätstechnik, die super in einen HIIT-Trainingsplan passt. Und am Ende bedeutet das dann vor allem, dass ihr dadurch meistens auch zu mehr Kraftzuwächsen kommt. Zwangsläufig, ihr bewegt mehr Gewicht
und macht das Ganze viel intensiver. Und dadurch wird meistens bei einem HIIT-Training auch eure Kraft mehr steigern. Und das ist auch einer der Grundpfeiler und Hebel. Wir versuchen über die Kraft, gerade bei Naturalathleten auch sehr wichtig, über die Kraft die Masse zu zwingen, überhaupt dazu zu kommen. Das heißt, wer auch sonst Schwierigkeiten hat, Masse dazu zu gewinnen, oft ist der Schlüssel, trainiere die Kraft und irgendwann muss der Muskel wachsen, weil er braucht einfach mehr Muskulatur, um mehr Muskelfasern zu haben, diese aktivieren zu können und mehr Gewicht zu bewältigen. Wir zwingen ihn schlichtweg dazu. Und letzten Endes führt das dazu, dass wir auch, und jetzt kommen wir wieder zu einem der beliebtesten Themen des Kanals, weniger trainieren können den Muskel in der Woche. Ein richtiger HIIT-Plan wird meistens so gemacht, dass man den Muskel nur noch alle 7 Tage trainiert. Manche gehen so weit, nur noch alle 9 oder 10 Tage den Muskel zu trainieren. Und das funktioniert. Habt den erstmal richtig erschöpft, richtig platt gemacht. Dann hält das auch an. Und das andere ist, es geht gar nicht darum, wann dieser gleiche Muskel wieder erholt ist. Und wenn ihr bedenkt, ihr habt an einem Tag die Brust trainiert, vielleicht könnt ihr sie wieder nach 3-4 Tagen trainieren. Ihr gewöhnt euch so ein bisschen dran und denkt, oh, ich könnte ja wieder. Aber ihr habt dazwischen ein wahnsinnig erschöpfendes Beintraining und Rückentraining gehabt. Wahrscheinlich nur ein Training, weil ihr solltet immer einen Tag Pause danach haben. Auch das ist ein kleiner Tipp am Rande. Aber ihr seid mega erschöpft nach dem Beintraining. Und ja, die Beine müssen sich auch erholen. Trainiert ihr jetzt die Brust schon wieder oder den nächsten Muskel, dann werden die sich nicht so gut erholen. Und damit blockiert ihr eure Muskeln gegenseitig. Das heißt, etwas, was so wie HIIT so sehr aufs zentrale Nervensystem geht, euch so fordert, das wird einfach mehr Zeit für die allgemeine Regeneration brauchen. Nicht unbedingt für den einzelnen Muskel. Und wer von euch jetzt denkt, oh, dann nehmen wir aber grundsätzlich dem einzelnen Muskel ja die Kapazitäten? Nein, aber darum geht es auch in diesem Kanal. Ihr werdet es merken, seid ihr erstmal so weit gekommen, HIIT zu trainieren und zum normalen Training zu machen, dann redet man gar nicht mehr von HIIT-Training. Und deswegen hat es auch bisher auf diesem Kanal noch kein Thema gefunden. Jetzt wurde ich darauf aufmerksam, weil es wohl gerade ein großes Thema bei Fitness-YouTube ist. Das passt auch dazu, denn meine ganze Kritik an Fitness-YouTube ist, dass sie vergessen haben, wie man richtig trainiert, vor lauter Studien und vor lauter Probanden, die in den Studien benutzt wurden und keine richtig Trainierenden sind. Für mich und für richtige Bodybuilder, richtig Trainierende sind Leute, die sowieso schon HIIT-Prinzipien in ihrem Training drin haben. Ganz normales Training ist für die Berserker-Training, Berserker-Modus. Kommt dorthin und der Muskel wird wachsen. Ja, auch wenn ihr ihn nur alle 7 Tage trainiert. Und vielleicht sogar wesentlich mehr. Das merkt ihr noch an den Kraftzuwächsen. So, ich bin am Ende angelangt. Das war es jetzt von mir. Wem das Ganze gefallen hat, lasst es mich wissen. Schreibt viel in die Kommentare zu den einzelnen Prinzipien, wenn ihr noch Fragen habt. Oder wenn Fragen aufgekommen sind, die ganz besonders wichtig sind, dann werde ich dazu auch gerne ein eigenes Thema machen, ein eigenes Video. Ja, dann abonniert den Kanal, schaut euch mal die ganzen anderen Videos an. Viele Empfehlungen habe ich rausgegeben, aber da sind noch ganz viele mehr, die ihr entdecken könnt. Und schaut mal bei Protein Arena vorbei, denn da bekommt ihr 15% off mit Gotti 15 mit dem Code. Also dann, macht's gut, bis bald, euer Gotti.